In diesem Video schauen wir uns an, wie wir Werbung aus Windows 10 entfernen können. Wir sind jetzt 2020, das kann sich natürlich mit der Zeit mit jedem Update auch wieder ändern, aber jetzt ist aktuell diese Anleitung relevant. Schaut auch mal in die Videobeschreibung, da habe ich auch einen Link zu Heise, wo das auch nochmal beschrieben ist. Als erstes drücke ich hier Windows und i, dann öffnen sich hier die Windows-Einstellungen. Links gehe ich dann auf System, ich schiebe das mal hier rüber, so, und hier habe ich dann diese drei Stellen eben mir schon mal aufgeschrieben, also Systembenachrichtigungen und Aktionen. Und hier muss der Haken raus sein, bei der Benutzung von Windows Tipps, Tricks und Vorschläge erhalten. Das ist die Stelle 1, also hier den Haken rausmachen. Dann geht es weiter zu Personalisierung. Sperrbildschirm, auch da kann Werbung eingeblendet werden. Auch das muss ausgeschaltet sein. Dann hier bleiben wir jetzt drin, gar nicht rausgehen, gehen auf Start. Und hier gibt es sowas wie gelegentliche Vorschläge im Startmenü anzeigen. Auch das abschalten. Habe ich noch was vergessen? Habt ihr ja die Kommentare, um das Ganze zu ergänzen. Wie gesagt, das kann sich mit jedem Update ändern. Das ist jetzt also nicht das endgültige Video zu dem Thema.